Tur Abdin, der Berg der Knechte Gottes, ein hügeliger Landstrich im Südosten der Türkei. Im Dorf Kafra, nahe der Grenze zu Syrien, gab es bereits im 4. Jahrhundert Christen. Ihre Sprache war das Aramäische. Nach dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451 sagte sich die syrisch-orthodoxe Kirche los von Rom. Nach einer Phase der Hochblüte, die sich bis zum 14. Jahrhundert erstreckte, folgten dunkle Zeiten. Betende Christen trifft man in Kafra erst seit kurzem wieder an. Anfang der 1990er Jahre, im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden, wurde die Stadt geräumt. Die meisten Christen wanderten in andere Länder aus. Erst vor 2 Jahren kehrte Bürgermeister Aziz Demir zurück, nach 20 Jahren Exil in der Schweiz. Der Zustand des Gotteshauses erschüttert ihn. Diese Kirche stammt noch aus dem 4. Jahrhundert. Sie ist ungefähr 1600 Jahre alt. Leider wurde sie geplündert und beschädigt. Der Altar etwa wurde vollkommen zerstört. Durch den Krieg zwischen kurdischer PKK und dem türkischen Militär haben wir schreckliche Dinge in diesem Dorf erlebt. Nachbarn wurden ermordet. Obwohl es nicht unser Krieg war, haben wir das Dorf schließlich räumen müssen. Die meisten Häuser sind verfallen. Nur das Schulhaus wird wieder genutzt. Die Kinder üben hier am Wochenende Aramäisch, die Sprache ihrer Vorfahren. Sie sind in der Schweiz zur Schule gegangen. Das aramäische Alphabet müssen sie erst lernen. Aramäisch ist eine schwierige Sprache, vor allem die Schrift. Aber man kann es mittlerweile schon. Also nicht gerade perfekt, aber ja. Neben dem alten Dorf errichteten die Rückkehrer neue Häuser. Im traditionellen Stil, aber mit europäischem Standard ausgestattet. Cemco Demir möchte auf ihre moderne Einbauküche nicht verzichten. Sie war es, die nach Hause zurückkehren wollte. Als Bürgermeister in der neuen, alten Heimat trägt ihr Mann viel Verantwortung. Den Entschluss, wieder nach Südostanatolien zu ziehen, bereuen beide nicht. Ich habe 25 Jahre in der Schweiz gelebt und jedes Jahr fast hier gefahren, Ferien, Urlaub mit dem Kindern, mit Mann. Und irgend einmal bei mir hat, und dann habe ich gesagt, ich gehöre hier. Wenn man über 20 Jahre in Europa gelebt und dann mit Familie und Kindern zusammen zum Zurückkehren, ist nicht so einfach. Auch vor allem das Projekt, ein neues Dorf zu bauen, viele Schwierigkeiten, wir haben gelebt. Und ich hoffe, dass es, also diese Frage, diese Entscheidung ist sehr schwierig, aber ist auch, meine Meinung ist positiv. Ja, erst bin ich nach Heimat zurückgekehrt. Zweitens, einen Weg muss man das Vorbild sein. Sohn Ishak hat eine deutschsprachige Webseite gestaltet. Hauptthema, die Schwierigkeiten der Christen in dieser Region. Also ich mache auch die Nachrichten über das Kloster Mor Gabriel, das jetzt vor kurzem angeklagt worden ist. Da ich auch recht nahe hier wohne von der Stadt und das Gericht auch dort ist, habe ich mich beschlossen, dass ich die News auch da rein in die Seite stelle, mit Exklusivmaterial, Bilder oder halt wichtiges Zeug, was man wissen muss. Was das für uns bedeutet, also wir finden es sehr schade, dass sowas geschehen ist, dass eines der ältesten Klöster halt angezeigt worden ist. Das Kloster Mor Gabriel wurde bereits im 4. Jahrhundert errichtet. Es ist ein soziales und religiöses Zentrum der Region Tur Abdin und auch ein bedeutender Wallfahrtsort. Doch sowohl Türken als auch Kurden sind dem Kloster nicht wohlgesinnt. Das Aramäische ist der syrisch-orthodoxen Kirche heilig, weil auch Jesus diese Sprache verwendete. 1923 wurde die Republik Türkei ausgerufen. Seither werden die Mönche hier nur noch geduldet. Denn die syrisch-orthodoxe Kirche besitzt keinerlei Rechtsstatus in der Türkei. Der Aramäischunterricht im Kloster wurde vor 12 Jahren ausdrücklich verboten. Dabei ist in Mor Gabriel ein Priesterseminar untergebracht. 40 Schüler und 3 Mönche leben hier. Aramäisch wird nur im Geheimen gelehrt. Gänzlich unerwartet wurden im Jahr 2008 mehrere Klagen wegen illegaler Landnahme gegen das Kloster eingebracht.
Der Staat behauptet, unsere Mauer stünde auf öffentlichem Grund und Boden. Dabei zahlen wir Steuern. Auch die Nachbardörfer fordern Land von uns. Unser Kloster ist 1600 Jahre alt. Was sollen wir jetzt besetzt haben? Diese Mauer steht hier seit 20 Jahren. Warum beschweren Sie sich jetzt plötzlich darüber? Das alles beunruhigt uns sehr. Eine Klage kommt aus dem Nachbardorf Yaivan Tepe, in dem kurdische Muslime leben. Auch hier mussten die Christen vor mehr als 15 Jahren das Dorf verlassen. Der türkische Staat richtet derzeit ein Katasteramt ein, in dem alle Grundstücke erfasst werden. Die Kurden hier sind bitterarm, sie besitzen kaum eigenes Land. Die Mönche brauchen nicht so viel Platz zum Beten, findet der Bürgermeister und fordert Land vom Kloster. Wir haben nichts gegen das Kloster. Aber der Staat hat mir als Bürgermeister ermöglicht, vor Gericht zu gehen. Jetzt erheben wir in einem Prozess Anspruch auf das Land. Aber wir werden uns an die Entscheidung des Gerichtes halten. In der Kreisstadt Midyat lebten früher hauptsächlich syrisch-orthodoxe Christen. Heute stellen kurdische Muslime die Bevölkerungsmehrheit. Erst im Jahr 2001 forderte die Türkei ausgewanderte Christen auf, wieder zurückzukommen. Der Krieg zwischen Kurden und Türken sei vorbei. Etwa 450 Christen gibt es jetzt wieder in Midyat. Die Herstellung filigraner Gold- und Silberschmiedearbeiten gehört zu ihrer Handwerkstradition. Seit 2 Jahren gibt es ein Kulturzentrum der syrisch-orthodoxen Christen in Midyat, gefördert von der EU und vom türkischen Staat. Christliche und muslimische Jugendliche erlernen hier gemeinsam das Kunstschmiedehandwerk. Ein Projekt, um beide Bevölkerungsgruppen einander näher zu bringen. Und ein Versuch, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Aus der Schweiz ist auch Jakub Gabriel zurückgekehrt. Er will hier Aufbauarbeit leisten. Man muss noch etwas abwarten, sage ich. Wir wissen nicht auch noch, was Europa mit Türkei vorhat. Ob sie in die EU kommt oder nicht. Die Türkei will sich ändern, will sich verbessern, demokratisieren. Aber andererseits gibt es auch Leute in der Türkei, die das nicht wollen. Und deswegen ist die Lage gespannt. Im Moment ist es ruhig. Man kann leben hier, ohne Angst zu haben. Aber wie lange das so bleiben wird, wissen wir nicht. Auch die Zukunft des Klosters Mor Gabriel ist ungewiss. Eine Anerkennung als religiöse Minderheit würde die Probleme der syrisch-orthodoxen Christen lösen. Vielleicht auch manch andere Probleme der Türkei. Dann könnte das uralte Kloster zum Symbol für religiöse Toleranz in Südostanatolien werden.